Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit E-Portfolio und Peer Learning. In den nächsten Minuten lernen Sie, was ein E-Portfolio überhaupt ist, welche Softwaremöglichkeiten es gibt, E-Portfolios zu gestalten, wie diese im Unterricht integriert und zur Beurteilung eingesetzt werden können und wie die Schülerinnen und Schüler dadurch voneinander lernen können. Unter Portfolios im schulischen Kontext versteht man die Sammlung von zum Beispiel Dokumenten oder Arbeitsunterlagen, die den Lernprozess dokumentieren. Man unterscheidet zwischen mehreren Formen von Portfolios, zum Beispiel Reflexionsportfolio, Präsentationsportfolio oder Entwicklungsportfolio, mit Hilfe derer die einzelnen Schritte des Lernens sichtbar gemacht werden sollen. Bei E-Portfolios handelt es sich um die digitale Version dieser Lernwerkdokumentation. E-Portfolios bieten jedoch noch vielfältigere Möglichkeiten, individuelle Lernprozesse zu dokumentieren, zum Beispiel multimedial mit Hilfe von Fotos und Videos. Welche Möglichkeiten zur Gestaltung von E-Portfolios gibt es nun? E-Portfolios können mit speziellen Content-Management-Systemen wie zum Beispiel Mahara gestaltet werden. Mahara ist eine kostenlose E-Portfolio-Software, die als Open-Source-Projekt entwickelt wurde. Aber auch Präsentationsprogramme wie zum Beispiel Sway, PowerPoint oder Prezi oder auch Office-Anwendungen wie das Notizprogramm OneNote können zum schnellen und vor allem einfachen Gestalten von E-Portfolios verwendet werden. Doch wie können E-Portfolios nun im Unterricht eingesetzt werden? Digitale Portfolios eignen sich hervorragend zur Dokumentation von Projektarbeiten und können somit in nahezu jedem Unterrichtsgegenstand verwendet werden. Die E-Portfolio-Arbeit ist außerdem eine gute Methode, um den Lernenden die Steuerung ihres Lernprozesses selbst in die Hand zu legen. Im Sprachunterricht können E-Portfolios zum Beispiel als Dokumentations- und Präsentationsplattform für Texte herangezogen werden. Oder aber auch landeskundliche Themen können so multimedial aufbereitet werden, sowohl von Seiten der Lehrperson, also als sogenanntes Lehrportfolio, als auch von den Schülerinnen und Schülern selbst, also als Präsentationsportfolio. Kommen wir nun zur Beurteilung von E-Portfolios. Hinter dem Beurteilungskonzept der Portfolioarbeit steht nicht das klassische Abprüfen von erworbenem Wissen, sondern ein stetiger Begleiter der E-Portfolioarbeit ist die Evaluation und das regelmäßige Feedback. Beurteilt werden soll am Ende nicht nur das entstandene Produkt, sondern der gesamte Lernprozess, der im E-Portfolio sichtbar gemacht wurde. Im Idealfall also die Dokumentation der einzelnen Schritte, von der Wissensaneignung, deren Anwendung und Umsetzung bis hin zum finalen Lernprodukt. Wie jedoch bereits zuvor schon erwähnt wurde, ist das regelmäßige Feedback ein wesentlicher Aspekt der E-Portfolio-Arbeit. Da diese meist über einen längeren Zeitraum hinweg eingesetzt werden und den Lernprozess begleiten sollen, sind natürlich auch Rückmeldungen an die Lernenden von hoher Wichtigkeit. Feedback kann von mehreren Seiten kommen. Einerseits kann die Lehrperson als Begleiter während des Lernprozesses Feedback geben und so auf bereits gut gelungene Aspekte und bzw. oder Punkte, die noch verbessert oder ergänzt werden können, hinweisen. Eine weitere Möglichkeit ist das Peer Learning. Dabei agieren die Mitschülerinnen und Mitschüler als Lernprozessbegleiterinnen und Begleiter. Die E-Portfolios der Peers werden genau unter die Lupe genommen. So sehen sie, wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler an ein Thema bzw. an eine Aufgabe herangehen und ihren Lernprozess gestalten. Das Voneinanderlernen steht hier im Mittelpunkt. Nach der Begutachtungsphase soll konstruktives Feedback gegeben werden, auf Basis dessen der Lernprozess fortgesetzt wird. Sie wissen nun, was E-Portfolios sind,
welche Software es zur Gestaltung von E-Portfolios gibt, wie E-Portfolios im Unterricht eingesetzt und beurteilt werden können, wie Feedbackschleifen ablaufen und wie Lernende im Idealfall durch den Einsatz von E-Portfolios voneinander lernen und profitieren können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.